Schade, jetzt haben wir wieder Krieg. Überall immer nur Krieg. Aber jeder, heißt er Putin oder einen anderen Namen, weiß ich nicht mehr genau, von Israel oder wer auch immer, Krieg anordnet, das ist ein Mörder. Gott akzeptiert eigentlich, wenn jemand, wenn ein Feind ins Land einbricht, könnte man sagen, es war da in Ukraine. Aber was jetzt ist, das ist eine Schlachterei. Jeder Mensch ist ein über alles geliebter Kind Gottes. Und was jetzt da passiert, in Israel, das ist auch Mord von beiden Seiten. Denn schaut, du sollst nicht morden. Man sagt heute immer in der Kirche auch, du sollst nicht töten. Das ist nicht wahr. Das hat Gott nie gesagt. Er selber hat ja die Tiere, wo man dem Opferaltar übergeben hat, musste man auch zuerst töten. Sondern das, was Gott gesagt hat im 5. Gebot, du sollst nicht morden. Also unnütz, wenn es nicht nötig ist. Oder wenn nicht. Es sei denn, du musst dich wehren, das Leben. Niemand will dir das Leben nehmen und wenn du dich wehren kannst, dann wehre dich. Jeder, der Mord begeht, wird ja vor Gott erscheinen. Auch der Politiker, auch der Landespräsident, oder wie man ihn nennen will. Die werden alle vor dem, wo sie meinen, sei Privatsache. Der oberste König, Kaiser, der das ganze Universum, der jeden Stern kennt und jedem einzelnen Stern im Himmel die Bahn gibt, der von jedem Haar weiß, dass auf der ganzen Welt von Menschen aus dem Haar auf den Kopf fällt, weiß Gott. Was ist das für ein? Und da sagt ein, das ist nur Privatsache. Es gibt auch jetzt Menschen, die plötzlich sagen, ja Gott, wo ist Gott? Er tut ja nichts. Ich kenne die Liebe Gottes nicht. Für Gott ist für 100 Jahre, für uns ist für ihn eine halbe Sekunde. Noch weniger, würde ich sagen. Er hat andere Dimensionen. Und die Leute, die sterben vom Krieg um, ist sehr wahrscheinlich oft noch die Chance, noch zu sagen, wenn sie eine Kugel erwischt haben, Gott, verzeih mir, verwirf mich bitte nicht. Das könnten von denen 90% nicht sagen in der Welt. Die würden in der todbringenden Sünde sterben. Und Gott, weil er andere Dimensionen hat, wartet und wartet immer noch zu. Und gerade sie ist die, wo immer noch bittet Gott noch, warte noch. Denn wenn du nur eine Seele zu Gott führst, dann ist der Himmel für dich sicher. Deshalb sagt Gott zu mir, bring mir noch so viel Sünder, als du noch kannst. Ich meine, er meint aber solche, die von ihm weg sind. Führ sie wieder zu mir, sind meine geliebten Kinder. Aber Satan, dieser Verdammte, hat sie mir weggenommen. Weil Gott dem Menschen den freien Willen gibt. Er befiehlt nicht, er sagt nur, was gut wäre, wenn du es tust. Und was nicht gut ist, wenn du es tust. Wenn einer, ein Konstrukteur, eine Maschine, sehr komplizierte Maschine baut, da
Dann gibt er Gebrauchsanweisungen, wie es zu bedienen ist. Ansonsten vielleicht bang, kaputt. Und Gott hat uns geschaffen, den Menschen, und sagt, wie du tun sollst, dass es gut wird. Die Maschine, Mensch, nicht kaputt geht. Was man jetzt sieht überall, Israel überall, der Krieg. Er wartet immer noch zu. Und wisst ihr, ich weiß schon, ich werde vielleicht schon immer deutlicher. Aber ich sage euch ehrlich, ich bekomme ja so böse Briefe. Ich kann jetzt die Worte nicht benutzen, die kommen nicht über meine Lippen. Aber so quasi, hoffentlich trifft der Blitz, wenn du auf dem WC sitzt, studieren, so Blödsinn. Aber noch viel Schlimmeres. Inzwischen macht mir das nichts mehr aus. Aber es schmerzt mich für den Menschen, der das sagt. Dabei merken die nicht mal, wie sie selber ihr Urteil über sich geben. Wie naiv, wie und dann noch voller Fehler, wenn sie schreiben. Und jetzt sage ich noch einmal ganz öffentlich. Gott möge allen verzeihen, die mich mit schweren, blöden, gemeinen Worten und unflätigen Zeilen beworfen haben. Ich sage das, weil ich, wenn ich Gott sehe, möchte er doch, dass auch der sich bekehre und wieder zurück zum Vater kommt. In der Schweiz hat es geheißen, dass man heute auch Frauen will, in den Krieg, also nach Krieg in das Militär einbeziehen, obligatorisch. Heiland hat mir mal ganz klar gesagt, die Frauen sind da, um Leben zu geben und nicht um zu nehmen.